Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr werdet es wahrscheinlich hier schon sehen. Ich bin auf dem PTA, dem Public Test Build Server. Bedeutet der private Server, wo man schon Season 4 Inhalte spielen kann, ohne das Season 4 Thema. Und Leute, das wird seit Season 2 und dem Endgame-Star von Duriel das mit Abstand krasseste Update, was Diablo bisher bekommen hat. Season 2, wer sich zurückerinnert, wird sich noch erinnern. Mit Duriel und den ganzen Endbossen kam da extrem viel Stuff mit rein. Und mit Season 4 und diesem PTA-Inhalten kommt mindestens mal nochmal genauso viel obendrauf. Also extrem, extrem krass. Ich will dieses Video dafür nutzen, um euch mal einen kleinen Overview zu geben, was sich alles ändert, weil das ist wirklich, wirklich richtig viel. Und da werde ich noch gar nicht auf neue Items eingehen können. Das wird nochmal ein Video für sich sein. Sondern einfach mal Step by Step alles, was es gibt. Und dann wird es auch in den kommenden Tagen und Wochen bis hin zu Season 4 Videos geben, wo ich auf einzelne Aspekte, was sich geändert hat, eingehe und euch genau erkläre, wie die funktionieren. Für alle, die keinen PTA-Zugriff hatten, wahrscheinlich eine sehr gute Videoreihe, um dann für Season 4 gewappnet zu sein, weil da schon viele Sachen sich geändert haben. Alleine mit Schmied, Höllenflut, dem Pit, Härtung, den neuen Kodexen und. Macht es da auf jeden Fall Sinn, da überall einmal drauf zu gehen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich gehe einmal mit euch durch, was alles neu dazugekommen ist, beziehungsweise was sich geändert hat. Als allererstes wird dir meistens schon mal auffallen, dass auf der Karte nochmal ein wenig rumgedoktort wurde. Ich musste teilweise erstmal gucken, ey, wo ist denn jetzt eigentlich der Schmied und wo sind alle hin? Also es ist jetzt in jeder Stadt sehr zentral und damit meine ich jede Stadt. Jede Stadt hat mittlerweile alles komplett zentral, dass man nicht mehr weit laufen muss. Wenn ihr euch ganz zurückerinnert, wisst ihr, dass hier oben die einzige Truhe war in Kerrigar. Da haben wir jetzt mal mindestens mehrere Plätze. Das gab es auch schon im Bild davor, also zu Season 3. Aber hier wurden nochmal einige Sachen geändert. Der Schmied hat teilweise andere Stellplätze, gerade hier unten in Gea Kulis ist mir das aufgefallen. Normalerweise war ja der Schmied hier unten, der ist aber jetzt hier oben. Und so wurden einige Plätze auf der Karte geändert. Dann werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, hier in Kerrigar gibt es hier so einen großen Werkmeister-Obelisk. Und das ist der Pit, das Pendant zum Schlachthaus und meiner Meinung nach auch eine extrem geile Weiterführung vom Schlachthaus. Dazu wird es mal ein eigenständiges Video geben. Stellt euch einfach vor, hier gibt es das Schlachthaus und als Belohnung gibt es Schmiedematerialien. So ist es im Groben, aber da werde ich nochmal im gesonderten Video drauf eingehen. Wenn wir dann weitergehen hier zum Alchemisten, da gibt es auch etwas Neues. Und zwar könnt ihr hier die Schmiedematerialien, die ihr aus dem Pit bekommt, jedes höhere Schmiedematerial einsetzen, um 5 Schmiedematerialien darunter zu bekommen. Insgesamt gibt es 3 Schmiedematerialien. Das kann ich euch gerade auch mal zeigen. Hier in den Goods. Und zwar gibt es hier einmal den Obdusite, den Ingolith und den Neatiron. Und den bekommt man auf Pitstufe 1 bis 20, Ingolith 20 bis 40 und darüber dann den Neatiron. Also, und die kann man jeweils, kann ich euch gleich einmal zeigen, ein einsetzen von da drüber, um 5 da drunter zu bekommen. Das ist wichtig, weil wenn ihr die höheren Stufen die ganze Zeit spielt, wollt ihr ja vielleicht nicht unbedingt nochmal die unteren Stufen spielen, nur um Obdusite zu bekommen. So hat man also die Chance auch, die kleinen Level der Ausrüstung zu leveln. Dann wurde einiges geändert zu Codex der Macht. Einerseits könnt ihr euch natürlich alle Codexe anschauen in eurer Sammlung. Das war ja vorher auch schon so. Ich habe hier aktuell alle freigeschaltet, weil ich auf dem PTA-Server bin. Aber die könnt ihr ganz normal wieder freischalten, wie früher, wenn ihr einen Dungeon abschließt oder wenn ihr einen Aspekt auf einer Waffe habt, auf einem Item, wie hier zum Beispiel im Pulverisieren-Aspekt, dann könnt ihr die Waffe zerstören beim Schmied und dieser Aspekt wird eurem Kodex hinzugefügt. Und für jede, also wenn ihr zum Beispiel mit dem Pulverisieren-Aspekt findet, mit dem maximalen, also 100%, dann wird ja auch direkt so in den Kodex hochgeladen. Das bedeutet, ihr müsst nicht leveln, sondern es wird immer der aktualisiert, den ihr gefunden habt. Wenn ihr also einmal den maximalen Aspekt gefunden habt, könnt ihr die Waffe oder das Item zerstören und bekommt diesen Kodex dann für immer gut geschrieben und könnt ihr ihn so oft einsetzen, wie ihr wollt. Wenn ihr also beim Alchemisten, beim Okkultisten seid und dort eine Waffe eingebt und dann hier Kodex da macht, dann habt ihr alle Aspekte, die ihr bis dahin gefunden habt, mit einer Levelanzeige auf der linken Seite. Und wenn es gelb ist, hat es den maximalen Level erreicht. Und so könnt ihr vielleicht auch eher dann auswählen, ey, vielleicht nehme ich jetzt das und dann das. Wenn ihr sagt, ey, ich will vielleicht lieber Max, ein Max
Aspekt haben, anstatt ein Level 1er Aspekt. So kann man sich auch ein bisschen dranhangeln, was man vielleicht auf den Waffen und auf den Gegenständen haben will. Gerade auf den geringeren Weltstufen ist das sehr interessant. Wenn man dann später auf Weltstufe 4 ist, bin ich davon überzeugt, dass man auf dem Weg bis Weltstufe 4 sowieso schon alle Aspekte oder sehr viele Aspekte hier auf maximalen Level hat. Als nächstes haben wir den Schmied und der Schmied ist wirklich ein eigenes Video wert. Ich möchte hier aber trotzdem ein, zwei Worte zu verlieren. Hier habt ihr das Wiederverwerten, so wie ich es gerade gesagt habe, wenn ihr jetzt ein legendäres Item verwertet, bekommt ihr den Aspekt in eurem Kodex gut geschrieben und ganz normal Schmiedematerialien wie früher auch schon bekannt. Dann gibt es ganz normal das Reparieren und dann kommen zwei neue Sachen. Einmal das Härten und einmal die Vollendung. Beim Härten könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein legendäres Item habt, wo ihr drei Affixe standardmäßig drauf habt. Diese Affixe könnt ihr auch ganz normal wie früher bei dem Okkultisten verzaubern. Und darunter seht ihr so einen kleinen Amboss und das ist die Härtung. Und insgesamt könnt ihr zwei Härtungen auf allen Items drauf machen, die nicht Unique oder Über-Unique sind. Bedeutet, auf allen Items könnt ihr zwei Härtungen drauf machen. Diese Härtung könnt ihr allerdings nur nutzen, wenn ihr schon das passende Rezept habt. Da sage ich gleich mal zwei Worte zu. Und ihr seht hier an der Seite, ihr habt immer ein Plus-Symbol und dann gibt es dieses Recycling-Symbol. Und dieses Recycling-Symbol bedeutet, diese Mobilitätshärtung habe ich auf den Schuhen schon drauf. Ihr seht ja hier, ist schon Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehen würde, würde ich das rerollen. Und dieses Rerollen geht auch nur 5-mal. Übrigens, wo ich das gerade sage, das klingt jetzt erstmal alles eher bad, kann aber sich auch noch alles ändern zur finalen Saison 4 in einem Monat. Also sind wir da nochmal gespannt. Und wenn ich jetzt hier auf Vielseitigkeit gehe, habe ich die Möglichkeit, eins von diesen 4 Stück zu bekommen. Das werde ich mal einmal machen, um euch das zu demonstrieren. Dann kann ich hier härten und bekomme eins von diesen 4 Stücken random auf den Schuhen drauf. In diesem Fall 40% Größe von Raben. Und jetzt seht ihr, ob ich auf den Schuhen 2 Ambosse drauf. Und sobald ihr 2 Ambosse auf einem legendären Item drauf habt, dann könnt ihr auch erst die Vollendung machen. Wenn ihr nämlich hier auf Vollendung geht, dann könnt ihr nur Items vollenden, die bereits beide Härtungen drauf haben. Ein Item, wo nur eine Härtung drauf ist oder keine Härtung drauf ist, könnt ihr nicht leveln. Das Level läuft folgendermaßen ab. Und zwar nehmt ihr das Item, was ihr leveln wollt. Und dann seht ihr schon eine Success-Chance. Die geht mit jedem Level etwas runter. Ich glaube, die ersten 4 Level sind immer 100%. Aber danach geht das kontinuierlich runter. Bedeutet, die Schmiedematerialien und auch das Gold, was ihr einsetzt, könnte auch umsonst eingesetzt worden sein. Das werden wir jetzt einmal durchgehen. Und jedes Mal leveln gibt 5% auf alle Werte. Bedeutet, wenn wir jetzt hier auf die Schuhe gehen, die Werte dort, jeder Wert bekommt 5% mehr beim Leveln. Das werde ich jetzt einmal machen. Und beim 4. Mal und beim 8. Mal und beim 12. Mal kriegt ihr nicht 5% auf alle, sondern auf einen 20%. Bedeutet, entweder auf Größe von Raben, auf Bewegungsgeschwindigkeit, auf Rüstung, auf maximales Leben oder Willenskraft bekomme ich jetzt bei dem 4. Level einen 20% Boost. Wenn ich das hier mache, jetzt können wir mal gucken, was es gibt. Am besten wäre irgendwie sowas wie Bewegungsgeschwindigkeit. Es war Rüstung, ist auch nicht schlecht. Bedeutet, das ist jetzt blau geworden und blau bedeutet, das ist der Wert, der jetzt einen 20% Bonus bekommen hat. Und jetzt seht ihr auch auf der linken Seite, wenn ich jetzt auf Level 5 versuche zu leveln, geht es runter auf 70% und so weiter und so fort. Und da möchte ich noch auf 2 Sachen eingehen, weil die mir auch extrem wichtig sind. Das ist einmal die Höllenflut und Andariel. Und Höllenflut, muss ich sagen, Leute, das ist für mich der Gewinner dieses Updates. Ich habe gestern im PTA bestimmt 2 Stunden lang Höllenflut gemacht und sogar nach dem Stream auch noch Höllenflut gespielt. Höllenflut ist für mich persönlich wirklich der Gewinner dieses Updates. Diese Höllenflut ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Höllenflut, die wir in der Vergangenheit hatten. Stellt euch vor, es ist einfach die Bluternte nochmal on crack. Die Höllenflut komplett gestört, was hier abgeht, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Unfassbar viele Gegner, unfassbar viel Glut und macht unfassbar viel Spaß. Ihr habt in der Höllenflut nochmal zusätzlich die Möglichkeit, grausige Gaben zu finden. Ihr habt in der Höllenflut verschiedene Events. Ihr habt den Siphung, den es damals gab. Ihr könnt Bosse herausfordern. Es gibt Bosse, die extrem geil Loot fallen lassen. Plus die
Truhen, die ihr auch noch aufmachen könnt. Ihr habt oben diese Anzeige, womit dann nochmal mehr Gegner spawnen. Das Ganze eventuell sogar mit mehreren Leuten zusammen. Ihr habt die Möglichkeit, unabhängig von den Kisten, Schmiedematerialien zu bekommen für die Endbosse. Und. Das Einzige, was ich hier immer noch kritisieren würde, wäre, dass die Glut nicht übernommen wird von einer Höllenflut auf die andere Höllenflut. Höllenflut ist ja jetzt auch durchgängig, ist ja auch jetzt schon mit einer 5-Minuten-Pause dazwischen. Und die Glut wird da leider nicht übernommen. Aber diese Bar oben, diese Anzeige wird übernommen. Bedeutet, wenn ihr kurz vor der Anzeige seid, dass sie voll geht, wird das übernommen in die nächste Höllenflut. Außerdem wurde der Radius erhöht, wie die Glut eingesammelt wird. Vielleicht kann ich das gleich einmal zeigen, wenn ich hier Glut einmal fallen gelassen wird. Das ist auch eine Änderung, die ich sehr begrüße. Das fand ich auch immer ganz schade, dass man so extrem nah an die Glut rangehen musste, um sie einzusammeln. Und ihr seht schon, hier kommen so viele Gegner insgesamt. Jetzt guckt mal links auf die anormale... Sind schon wieder neue Gegner? Auf die anormale Glut links. Und zack, eingesammelt. Und das ist ein richtig großer Unterschied zu, ich muss da komplett hinlaufen. Trübe Kristalle werden freigelassen. Vergessene Seelen findet ihr ohne Ende. Können wir gerade gucken, wie viele ich schon habe. Schon 80 und ich habe schon einige eingesetzt. Also das ist extrem krass. Und guck mal, was für eine Range ich habe, um die Glut einzusammeln. Das ist extrem geil. Und da werde ich nochmal ein eigenständiges Video zu machen, um euch genau up-to-date zu halten, was es jetzt mit der Höllenflut auf sich hat. Aber ich sage euch, die Höllenflut ist für mich der Gewinner dieses Updates. Außerdem gibt es einen neuen Endboss und das ist Andariel, das Pendant zu Duriel. Für Duriel müsst ihr Gregor und Varsham besiegen, für die Scherben und den lebenden Stahl, beziehungsweise die Eier von Varsham. Und Andariel ist genau das Pendant dazu. Dort bekommt, den könnt ihr nämlich herausfordern mit Items, die ihr von Lord Seer bekommt, beziehungsweise vom Icebeast. Und Icebeast Destillierte Furcht ist so wie immer gehabt, bekommt ihr durch das Abschließen von 31er Nightmare Dungeons und das Blut von Lord Seer, auch so wie gehabt von Legionen und von Weltbossen, aber auch aus der Höllenflut, wenn ihr dort Blutgegner besiegt. Und hier ist der Dungeon von Andariel auf der Karte eigentlich easy markiert, kann man relativ easy finden. Hier in der Wüste, da gehe ich einmal rein, dann seht ihr auch, wie die Items heißen, die ihr hierfür braucht und die ihr von dem Icebeast und von Lord Seer bekommt. So sieht das Ganze aus. Hier ist der Kelch, so wie ihr ihn kennt. Und dann habt ihr einmal die sandversenkte Fesseln und die Nadeldurchbohrte Puppe, die er braucht für Andariel. Ihr habt es jetzt hier vielleicht schon gesehen, Stygian Stone. Das ist auch nochmal etwas für ein extra Video. Den Stygian Stone bekommt ihr aus dem Pit, das werde ich euch dann erzählen. Und damit könnt ihr höhere Level-Versionen des Bosses heraufbeschwören. Aber dazu gibt es auch nochmal ein extra Video. Und dann wollte ich nochmal eine Kleinigkeit sagen zu den Rezepten. Da werde ich aber auch nochmal explizit drauf eingehen, wenn wir dann beim Schmiede-Video sind. Diese Rezepte könnt ihr hier euch in der Sammlung anschauen und seht auch, welche ihr schon habt. Und wir haben herausgefunden, am besten zum Farmen dieser Rezepte ist es tatsächlich, Endbosse herauszufordern. Ich habe als Test 3-4 Mal Gregor herausgefordert und habe jedes Mal ein Rezept bekommen. Diese Rezepte sind auch unterteilt pro Klasse, bedeutet, es gibt Rezepte, die sind für alle Klassen, dann gibt es Rezepte, die sind nur für den Druiden, dann gibt es Rezepte, die sind nur für den Jäger und so weiter und so fort. Insgesamt gibt es 262 verschiedene Rezepte und ich habe gerade mal 14. Für den PTA bekommt man am Anfang ungefähr 8 Stück geschenkt und den Rest muss man sich dann selber zusammensammeln. Es gibt wirklich noch unfassbar vieles anderes, worauf ich eingehen wollen würde, aber das würde das Video hier erstmal sprengen. Dazu kommt auch noch, wir haben noch gar keine Ahnung, wo es das Season 4 Thema sein wird. Laut Data Mining soll es irgendwas mit Iron Wolves zu tun haben, aber wissen tun wir das noch nicht. Das wird über die nächste Zeit dann noch announced. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, wo ich euch den Schmied komplett erkläre, den Pit komplett erkläre und euch jeden Endboss zeige, dann auf jeden Fall auch ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten natürlich über ein Like auf dem Video. Und Leute, wir können extrem gespannt sein auf Season 4. Ich habe unfassbar Bock darauf. Ich bin auf so vieles noch gar nicht eingegangen und habe jetzt schon über 15 Minuten euch gezeigt, nur mit neuem Stuff, der reinkommen wird, ohne irgendwelche Änderungen. Also, es wird richtig, richtig huge und wir können uns alle sehr freuen. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.